Stimme habe, dann klappt das. Okay. Schön, dass ihr alle da seid und dass wir schon so viel Spaß hatten. Ja. Liebe Freunde, liebe Kollegen und Kolleginnen, unser Blog voiceforsexworkers.com, für den ich heute hier spreche, unterstützt die heutige Protestaktion gegen das von der Großen Koalition geplante Prostituierten-Schutzgesetz. Diese Kundgebung sehen wir als Auftakt. Widerstand gegen das geplante Prostituierten-Schutzgesetz ist dringend notwendig, denn die geplante Neuregulierung tritt nach allem, was bisher bekannt ist, elementare Grundrechte mit Füßen. Das muss ganz deutlich gesagt werden. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nach Artikel 2 Grundgesetz wird durch die geplante Zwangsregistrierung von Sexarbeiterinnen grundlegend verletzt. Der Anspruch auf rechtliche Gleichbehandlung nach Artikel 3 Grundgesetz wird durch die exklusiv für Sexarbeiterinnen geplante Meldepflicht massiv seitens der Regulierung missachtet. Das auch für Sexarbeiterinnen geltende Recht auf freie Berufsausübung nach Artikel 12 Grundgesetz wird durch die geplanten jederzeit verdachtsunabhängigen Kontrollen sowie Ausweitung der Sperrbezirke systematisch ausgehebelt. Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 Grundgesetz soll, wenn man Spiegel Online Glauben schenkt, für Sexarbeiterinnen in der Wohnungsprostitution zukünftig eingeschränkt werden. Und das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit nach Artikel 2 Grundgesetz wird durch den geplanten Kondomzwang bei Prostitution für Sexarbeiterinnen ad absurdum geführt. Ein derart repressives Gesetz braucht kein Mensch. Und wir sollten uns das auf keinesfalls von der Bundesregierung gefallen lassen. Eines ist mittlerweile klar geworden. Die Bundesregierung setzt darauf, dass wir, die unmittelbaren Betroffenen, vom Inhalt des uns betreffenden Gesetzes erst dann erfahren, wenn es bereits verabschiedet und alles zu spät ist. Das ist in meinen Augen ein Skandal, der seinesgleichen sucht. Mit keiner anderen Berufsgruppe würde man in Deutschland so verfahren. Des Weiteren ist diese Verschwiegenheit ein Problem für uns. Die große Masse, vor allem der migrantischen Sexarbeiterin, weiß bis heute nichts von dem Gesetz, das in Kürze auf sie zukommt. Diejenigen Sexarbeiter, die bereits etwas davon mitbekommen haben, sind zwar schockiert, aber geben sich vielfach der Illusion hin, dass es die anderen, nicht aber sie persönlich betrifft. Diejenigen, denen zu Recht bewusst wird, dass das Gesetz sie hart treffen wird, sind noch unschlüssig und warten ab. Manche von ihnen setzen auf Kolleginnen, die gerne mit den verantwortlichen Politikern Kaffee trinken und Kekse essen. Ein Blick auf die bisher vorliegenden Vereinbarungen zeigt allerdings, dass alle bisherigen Berliner Kaffeekränzchen mit diesen Politikern nichts gebracht haben. Jedenfalls nicht uns. Man darf die Rechte und Entkriminalisierung der Sexarbeit nicht für die Vorteile einiger weniger aufs Spiel setzen. Es ist die alte Arroganz der Macht. Nach wie vor werden die Belange der Sexarbeiterin und ihre Expertise nicht ernst genommen. Und solange es keine Gespräche und Verhandlungen auf Augenhöhe gibt, bleibt uns eben nur eins. Wir werden Druck machen, auf die Straße gehen und unseren Widerstand gegen das sogenannte Prostituierten-Schutzgesetz in die Öffentlichkeit tragen. Vor einem Dreivierteljahr haben wir von Voice for Sex Workers nur mit einer Handvoll Frauen in Nürnberg eine erste Protestaktion gegen das geplante neue Gesetz gemacht. Wir hatten die verantwortliche Ministerin Schwesig von der SPD kalt erwischt und hatten ein gutes Echo in den Medien, die uns sonst so gerne ignoriert, wie man auch heute sieht. Die wenigen Worte, die die Ministerin mit uns gewechselt hat, haben mir eins gezeigt.
Sie sind nicht gewillt, uns zuzuhören. Also müssen wir lauter werden, sodass sie uns zuhören müssen. Des öffentlichen Widerstands und Protests werden wir von vollem Herzen weitergehen. Eine andere Sprache verstehen die Politiker nicht. Und nach wie vor gilt, wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Jetzt erst recht. Sexarbeiter aller Länder, vereinigt euch! Vielen Dank. Vielen Dank an Melanie und wir machen gleich weiter und bleiben in Nordrhein-Westfalen. Und zwar spricht jetzt zu uns